Präsident des Landesarchivs, Professor Dr. Wilfried Reininghaus, wird auf seinen Antrag mit dem Ende des Monats April 2013 in den Ruhestand versetzt. Für seine treuen Dienste werden ihm Dank und Anerkennung ausgesprochen. Und das haben unterzeichnet die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ich persönlich. Ich darf Ihnen nochmal ganz herzlich danken.